Es gibt in der Musikwelt Texte, die könnte man von der äußeren Form in verschiedene Kategorien hineinprägen wollen. Denkt ihr, es sei ein Liebeslied oder ein Schlager oder es sei eine Ballade oder es sei aus der Oper eine Arie. Und manche Dinge von berühmten weltweit millionenfach vermarkteten Musikstücken, die sind schwer. Jetzt ist es schwierig, sie genau hineinzubringen in etwas. So ähnlich denken wir an den Gefangenenchorus aus der Opera Nabucco oder Leporello, die Arie des Wolfgang Amadeus Mozart. So ähnlich haben an diesem Clandestino-Song ganz bedeutende Denker und Songtext, also Librettisten und Textschreiber für Musikstücke, weltberühmte zusammengearbeitet. Sechs Stück der besten, verstehst, an einem Lied. Und das ist dann auch ein Welterfolg geworden. Also in Europa wurde es ja auch in vielen Ländern uraufgeführt, Open Air. Und es war, glaube ich, eine große Masse, die noch niemals so zustande gekommen ist, die Fahnen geschwungen haben. Also bei Manu Clandestino. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich sehe das einmal so wie Leporello als Arie. Stehst? Als will ich das noch einmal klären, was die Arie meines Erachtens auch aussagen könnte. Also, Solo boy, con mi pena, solava mi condena, correre mi destino, para por la lei. Per ti donne corazón de la grande Babylon, medicine el clandestino, por no llevar. Papel. Also dieser junge Mann, der gut, gesundheitlich noch benannt ist, die Koordinare hat, künstlerisch unterwegs ist, arbeitsfroh, begeistert war, verstehst, und die Sehnsucht versucht hat zu entfalten. Einerseits nach Liebe zu suchen, verstehst du, eine Partnerin, andererseits, so wie der junge Tambour auf der Wald sich befindet, arbeitssuchend, arbeitswilliges, neugierig, gesund noch, verstehst? Und von der Heimat, wo es nicht so gut zugeht, wo nicht so kapitalerträglich und vielversprechend ist, auszieht, bereit ist, alles in die Hände zu packen, zu fassen, zu spucken in die Arme und auf geht's, los geht's, voller Freude. Und dann, so ähnlich wie die SDS das beschreiben, wieder haben noch Fürstenfeld, verstehst? Zu nichts kommt und total geschwächt wird. Und immer mehr beleidigt wird, immer mehr an Rechten verliert und ausgeschlossen wird. Obwohl er mitten in der Metropole sich befindet jeweils, verstehst? In Ceuta, Melilla, Sevilla, New York, verstehst? Er kommt von Gibraltar bis nach Ceuta und kommt zu nichts. Zu keinem Leistungsbezug, nicht 4 Euro. Außer zu mehreren Vergewaltigungen und Menschenverachtungen und Entführungen. Nirgends hat er einen Schein, er kriegt keinen Führerschein, er hat nicht einmal einen Staplerschein, er kriegt nichts. Nicht die Finanz-, nicht die Hilfsbuchhalterprüfung. Ihm wird nichts eröffnet, nichts erschlossen, verstehst? Alles, was er versucht, wird er getreten. Sodass er zum Schluss sagen kann, ja, bin nicht einmal Staatsbürger, weil ich wurde aus dem eigenen Land gestoßen, weil ich dort weder Arbeit noch eine Verlobte und noch eine Liebe noch eine soziale Bindung eingehen konnte. Und in der Fremde geht es mir noch schlechter, weil da sagt man wieder, ja, du bist Ausländer, du hast keinen Führerschein, deshalb hast du keine Berechtigung auf eine Wohnbeihilfe oder eine Sozialwohnung. Dann hast du wieder keine Berechtigung, Zugang zu deinem Führerschein oder sonst irgendwas, verstehst? Oder musst warten und 10 Jahre anstellen und hin und her, verstehst? Und zum Schluss geht es da so, dass du sagst, ja, jetzt bist du ein Jugendlicher mit 18 oder 20 oder 25 oder dann 30, 35 Jahren, hast noch nie gebudert. Und wenn du einmal budern hast dürfen,
Da wurde dann wieder gedroschen, verstehst du, vor der Konzertdiskothek. Und deine Kinder, die sagt die Alte während dem Ficken gleich, die muss ich sowieso umlegen, weil du bist aus schlechterem Sozialmilieu. Und heiraten, hat mein Papa gesagt, muss ich sowieso, denn der mir Magister Englisch unterrichtet, verstehst du? Und das geht dann wirklich jeden fast so. Also ich kenne keinen einzigen meiner ganzen Kollegen, die sind alle schon 47 Jahre, der einmal geschustert hätte. Aber in 13 Ländern unterwegs. Und dann beim Buddeln wird die Ratten. Und dann gibt es so Lebensräume, Vitalräume, wie bei uns die Parkstraße zum Beispiel. Das gibt es ja in jeder Marktgemeinde und Stadtgemeinde. 2500 Mal in Österreich und weiter darüber hinaus im deutschen Sprachraum. So wie in Wales hat man das geschildert. Die Jungs werden in die Schulter geschossen, dann werden sie 10-mal niedergeprügelt und haben noch nicht geschustert, verstehst du? Und der andere tut alles und sitzt drin bei seiner Magister-Oma. Und das ist wirklich gemein, verstehst du? Alle schwersten Kriegsverbrechen gegen die eine Bevölkerungsschicht und der andere sitzt auf 100 alte Mamas, verstehst du? Die mehr als 3000 Euro Pension, nicht Leistungslohn verdienen, nützt 3 Cent alles aus, fuckt alle Mädchen, verstehst du? Und nimmt von 100 alten Weibern das Geld, verstehst? Und darüber hinaus noch hunderte, tausende Millionen Schulden. Und dem anderen, der hochbegabt ist, verstehst, nimmt alles weg. Und sobald die Leute zum Beispiel dann zu alt sind, wenn sie pflegebedürftig werden, oh, dann raubt er sie nicht mehr aus, dann steckt er sich heim. Und dort, verstehst, macht es ja die Volkshilfe, die sogenannte, dass sie die 3000 Euro dann kassiert, verstehst? Und ihr nicht einmal vielleicht 50 Euro Taschengeld gibt, aber das meistens für Friseur oder Nagelschleien oder für irgendeine Tätigkeit dann aufgeht. So hat die absolute blutreudige, kriegsverbrecherische Anteil der Bevölkerung die komplette Milliarden, verstehst, in der Hand. Und der andere, die mildgesinnte Bevölkerungsschicht, hat nichts mehr. Wenn er nichts, das ganze Leben. Wenn er einmal eine Stunde Leistungsbezug, da kannst du 18 Weltverkehrssprachen und andere Sprachen sprechen, verstehst? Kannst du Blumenschnell sein, Doktor, das hilft dir nichts, verstehst? Du putschpudert dann zu allein sechs Mädchen und sagst dir ins Gesicht und geht dich immer mehr an, verstehst? Dann, verstehst, der Clandestino kriegt ein Waffenverbot, wird nach Waffenverbot wieder niedergeschlagen, dann wird er eingesperrt, psychiatriert, gegen ihn Medikamente reingeputscht. Dann, wenn er rauskommt, wird er wieder niedergeschlagen und dann angezeigt, als ein Kinderschänder. Dann wird er wieder, verstehst, untersuchungshaft und dann wieder hin und her. Und das ist der Text, verstehst? Also die Schmach, die es für diesen jungen Mann bedeutet, mitten im Herzen eine Metropole mit Millionen Menschen zusammenleben, aber behandelt werden viel schlimmer als ein Hund, verstehst? Und der andere, also unverdienter Dings, schießt den anderen einfach in den Rücken und macht die schwersten Kriegsverbrechen und spottet, verstehst du, dem 300 Millionen Zuseher im Publikum über seine Taten. Und das geht Jahrzehnt für Jahrzehnt und immer schärfer, verstehst du? Und das Schwein immer Ärger. Das Gottlose. Und die Schizophrenie ist das, dass die jungen Weiber, also zu Hunderttausenden bei diesen Konzerten Open Air erschienen sind und viel Eintritt gezahlt haben und dass sie absolut dann dafür sind, dass uns jubeln und hey, und verstehst, so wie Elias Canetti beschrieben hat, dass sie wirklich mitgehen mit der Musik, aber dann die Schizophrenie genau wieder verkehrt handeln. Das ist das, verstehst?